Im Dezember hat Abdul D. in Kandel seine Ex-Freundin Mia erstochen. Bei mir ist mein Kollege Christoph Hemmelmann, der den Prozess gegen den Afghanen von Anfang an begleitet hat. Christoph, wie ist deine Einschätzung? Wird er nach dem Urteil seine Strafe in Afghanistan verbüßen müssen? Es kommt schon vor, dass Ausländer, die in Deutschland verurteilt worden sind, anschließend in ihr Heimatland geschickt werden, um dort ihre Strafe zu verbüßen. Das geht aber nur, wenn es mit dem jeweiligen Land ein entsprechendes Abkommen gibt. Und das gibt es mit Afghanistan nicht. Wenn, müsste man also einen Einzelfallvertrag für ihn schließen. Und das wird niemand wollen, schon allein, weil man nicht weiß, wird er dann in Afghanistan vielleicht misshandelt oder umgekehrt marschiert er einfach hinten wieder aus dem Gefängnis raus. Was passiert stattdessen mit ihm? Er wird in Schifferstadt im Jugendgefängnis bleiben, bis er 2/3 seiner Strafe verbüßt hat. Das ist die Zeitspanne, nachdem man normalerweise Straftäter in Deutschland auf Bewährung entlässt. Bei Ausländern, die man nicht mehr hier haben will, die schickt man stattdessen einfach direkt aus dem Gefängnis heraus in ihr Heimatland zurück. Und danach kann er dann einfach zurück nach Deutschland kommen? Nein, das ist der Kniff bei dieser vorzeitigen Abschiebung. Da wird gleich wieder ein Haftbefehl erlassen, weil ja noch theoretisch eine Reststrafe aussteht. Und wenn er dann zurückkehren würde, dann würde er direkt wieder ins Gefängnis wandern, um dort die ausstehende Zeit noch abzusitzen und dann doch wieder abgeschoben zu werden. Ist das ganz sicher? Gibt es dafür eine Garantie? Das Problem ist die Frage, wie geht es eigentlich in Afghanistan weiter? Deutschland kann auch Straftäter nur in Länder abschieben, in denen es nicht völlig drunter und drüber geht. Im Moment werden Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Wie das in ein paar Jahren aussieht, weiß man nicht.